Showdown für die C-Junioren des FV Horrers. Vor heimischem Publikum und einer tollen Kulisse von rund 500 Zuschauern können die Nachwuchsfußballer aus Horrers den Aufstieg in die Hessenliga perfekt machen. Zwar hatte Gegner SV Frauenstein das Hinspiel mit 3:2 für sich entschieden, doch schon ein Sieg mit einem Tordifferenz reicht Horrers, um zumindest in die Verlängerung zu kommen. Und darauf setzen die Horrasser. Von Beginn an dominiert die Mannschaft von Trainer Matthias Wilde die Partie und erarbeitet sich die ersten Tormöglichkeiten. Mit zunehmender Spieldauer gewinnen die Horrasser an Sicherheit, Spieler, Eltern und Fans glauben an den Erfolg des eigenen Teams. Nach 25 Minuten setzt Horrers einen Frauensteiner Abwehrspieler auf der linken Seite unter Druck, erobert den Ball und nach einem starken Pass rettet Frauensteins Keeper vor Julian Keller. Nur wenig später rollt jedoch bereits der nächste Angriff auf das Frauensteiner Tor zu. Simon Rippert setzt sich auf der rechten Seite durch, legt den Ball clever zurück und Julian Keller trifft zum verdienten 1:0 der Horrasser. Riesenjubel auf der Seite der zahlreichen Fans, die jedoch nur 4 Minuten später schlucken müssen. Nach einer Flanke trifft Ibrahim Kurak per Kopf zum 1:1 Ausgleich kurz vor der Pause. Nach kurzem Kräftesammeln in der Kabine startet Horrers hochmotiviert in die zweite Hälfte, in der noch alles möglich ist. Die Defensivspieler kämpfen um jeden Zentimeter. In der Offensive zeigen die Horrasser ebenfalls eine starke Vorstellung und kreieren immer wieder Tormöglichkeiten. So auch in der 41. Minute. Pass von links auf Julian Keller, der zentral schön den Ball behauptet, rechts vorbeigeht und mit einem Schuss ins lange Eck die 2:1 Führung erzielt. Nun spielen die Horrasser eine bärenstarke zweite Hälfte. Nur noch ein Tor fehlt zum Aufstieg in die Hessenliga. Doch es ist zum Verzweifeln. Erst trifft Noah Odenwald nach einem verunglückten Rückpass auf den Frauensteiner Torwart nur den Pfosten. Dann erfolgt ein Aufschrei, als Max Vogler, der zwar im Abseits stand, den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbeisetzt. Als alle Fans auf das 3:1 für die Osthessen warten, trifft Frauenstein die Horrasser mitten ins Herz. 6 Minuten vor Abpfiff setzt sich Habib Tolga Khan auf der linken Seite durch und trifft mit einem satten Schuss ins lange Eck zum 2:2. Horrers wirft nun nochmal alles nach vorne, doch es hat nicht sollen sein. Frauenstein holt den nötigen Punkt und feiert den Aufstieg. Ja, ich glaube, die Mannschaft hat ein Riesenspiel heute geliefert und die Zuschauer haben es nicht bereut, dass sie hier am Sportplatz waren. Leider war letztendlich Frauenstein der etwas glücklichere und insgesamt über die beiden Spiele vielleicht auch etwas bessere, die bessere Mannschaft. Aber ich war total beeindruckt von meiner Mannschaft, wie wir das heute hier angenommen haben, wie wir hier gefeitet haben, wie wir ja den Sieg auch vor Augen hatten. Und es ist natürlich ganz, ganz bitter für die Jungs, dass sie den letztlich verdienten Lohn auch nicht einfahren konnten.